Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2021 des unrasierten Apostels der Liebe. In diesem Jahr lese ich aus Andachten unterschiedlicher Bibellesepläne in der YouVersion Bible App vor. Und die heutige Andacht ist überschrieben der wahre Weihnachtsbaum. Und das erinnert mich an den Titel einer Geschichte, die ich einmal über Weihnachten geschrieben habe, die man in diesem wunderbaren Buch findet, Weihnachtswunderzeit, das ich zusammen mit Thomas Klapschein und Frank Borkowski geschrieben habe. Der letzte Weihnachtsbaum erleuchtet die Hölle. Und ich glaube, thematisch geht es sowohl in dieser Andacht wie auch in meiner Geschichte in diesem Buch um dasselbe Thema. Dieses Buch gibt es übrigens im Moment zur Weihnachtszeit als E-Book für nur 99 Cent. Das muss einfach nochmal gesagt werden. Oder eben in Buchform beim Buchhändler eures Vertrauens. Der wahre Weihnachtsbaum. Weihnachtsbäume gehören zum Besten, was unsere Festtradition zu bieten hat, schreibt dieser Andachtsschreiber hier in der YouVersion Bible App. Den perfekten Baum auszusuchen, ihn aufzustellen und zu schmücken, ist ein Familienspaß, auf den wir uns alle freuen. Der Baum wird zum Mittelpunkt des Hauses, insbesondere wenn seine leuchtenden Lichter über die bunt eingepackten Geschenke tanzen, die unter ihm liegen, was zur Weihnachtsfreude beiträgt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene bewundern unseren festlichen Baum und strahlen dabei genauso hell. Es gibt viele Arten, Advent und Weihnachten zu feiern. So versammelt sich die ganze Familie und singt gemeinsam mit den Nachbarn Weihnachtslieder, um der gesamten Nachbarschaft eine Freude zu machen. Bei allem Vergnügen unserer Kinder, die ihre Geschenke auspacken, und der Begeisterung über das Weihnachtsessen, unsere Augen werden immer wieder vom Weihnachtsbaum angezogen, der mit seinen Lichtern, Ornamenten und dem Stern auf der Spitze einen hellen und gleichzeitig sanften Glanz verbreitet. Denn es gibt einen weiteren Weihnachtsbaum, ohne den unsere festlichen Bäume mit all ihrem Schmuck bedeutungslos wären. Das ist der Baum, an den der Sohn Gottes genagelt wurde, um für unsere Sünden zu büßen. Wie es an Apostelgeschichte 10, Vers 39 heißt, und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Darum wurde das Christuskind geboren. Sein ganzes Leben war eine unablässige Reise zu dem Baum, an den er gehängt wurde. Jesus war das sehr bewusst. Deshalb sagte er, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, also die ihm vertrauen, das ewige Leben haben. Nachzulesen in Johannes 3. Das ist also der Baum, auf den wir schauen. Der Baum, an dem er erhöht wurde. In gewisser Weise feiern wir jeden Tag des Jahres Weihnachten, denn Gottes Geschenk an uns wird in den nächsten beiden Versen quasi ausgepackt. Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit er die Welt rettet. Das ist der Sinn der Menschwerdung Gottes. Das ist der Kern von Weihnachten. Und in diesem Sinne wünsche ich jedem Einzelnen von euch nicht nur ein frohes und bedeutungsvolles Weihnachtsfest in 6 Tagen,
nein, nur noch 5 Tage sind es ja, genau. Sondern ich wünsche euch, dass es Weihnachten wird an jedem einzelnen Tag dieses neuen Jahres. In diesem Sinne vielleicht so, wie es provokativ auf diesem T-Shirt steht. Ich wünsche euch, dass der Segen prickelnd wie Champagner jeden Tag eures Lebens euch sanft und wohlig den Rücken herunterrieselt und ihr spürbar erfahren könnt, dass Gott es gut mit euch meint und dass er etwas Besonderes, etwas Festliches, etwas Feierliches in euer Leben hineinbringen will. In diesem Sinne, habt einen schönen Sonntag, einen schönen 4. Advent und ich freue mich darauf, euch morgen wiederzusehen, wenn wir das nächste Hoffnungstürchen gemeinsam öffnen werden.